So, der Eldari-Schrein, Kampagnenmission. Na, wir bleiben wie immer bei plus 5. Das funktioniert recht gut. Und rein geht das. Ne, warte mal, vorlesen, ne? Sir Caradoc durchbrach die Tyranniden-Ränge. Voll easy. Und die biologischen Schrecken wurden schließlich durch den Verlust ihrer Synapsenkreatur besiegt. Ohne diesen intelligenten Organismus kehrten die verbliebenen Tyranniden in einen wilden, instinktiven Zustand zurück, was mir die Möglichkeit bot, den Eldari-Schrein zu finden. Zeit ist hier von zentraler Bedeutung. Zeit. Haben wir jetzt einen Zeitdruck in der Mission? Bin ja mal gespannt. Ob wir da jetzt durchrennen müssen? Ich mag ja Zeitdruck nicht. Ich erforsche gern. Inquisitor, may I remind you that you have only gained temporary respite by eliminating the synapse creature. The Tyranids are still unorganized, but soon another organism will replace the original synapse creature. I have no time to lose then. I must locate that Eldari shrine immediately. Ich habe jetzt aber auch keinen Countdown hier, oder? Nö. Kein Countdown. Na, dann ist mir das doch egal. Ah, gemütlich. Guck dir das an und das ist plus 5 Schwierigkeit. Nice. Allen Richtungen oder was? Manchmal tauchen einfach irgendwie welche auf, ne? Oder waren die da bloß versteckt? Warpschaden. Der tat weh. Oh, der Warpschaden. Bioscanners indicate the approach of psi-active organisms, probably inbound from the adjacent zone. I'm expecting significant increase in their coordination and resistance levels.
Hast du dich schon mit den Psalmen beschäftigt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Kommen die in die Ausrüstung rein oder wo kommen die rein? Ich glaube, ich habe das beim Schmied noch gar nicht freigeschaltet, dass man schon Sachen irgendwie sockeln kann oder so. Also ich habe schon Sockel auf den Items drauf, auf manchen, aber ich weiß gar nicht, wie ich die reinsetze. Beim letzten Mal war es noch gesperrt. A memory crystal, which has survived an exterminatus. A remarkable technological anomaly. Ich gehe erstmal die Map clearen. Oder? Ach nee, das ist ein extra Ding hier, oder? Zusatzinformation. Übersetzungsprotokoll so und so. Bericht von Tech-Priester Omikron Arc. Pseudonorales Übersetzungsprotokoll. Die Seelensteine der Alten können uns vor der düsteren Gottheit schützen, aber sie sind nutzlos in diesem Albtraum. Meine Geliebte sah in den Fluss der Zeit und dort ist nur der Tod. Und der Monkey feiert einen Schalensieg, sobald der Körper ankommt. Werden ihre Planeten brennen und alle werden vom großen Schlund verschlungen werden. Also da kommt wohl noch so eine Art Main Swarm. Also so ein, das, was jetzt hergekommen ist, dieser Tyranniden-Schwarm, das sind wohl bloß die ersten Auskundschafter oder sowas. Na, wenn der Hauptschwarm erstmal kommt, dann wird's interessant. Das Durchtrennen der Ranken gewährte uns etwas Zeit. Wenn der kalte General uns antwortet, könnte es Hoffnung geben. Schlussfolgerung Alpha. Der entschlüsselten mnemonischen Prägung fehlt es an Kohäsion und Logik. Sie korreliert aber mit der Theorie von Erzvivisektor Roderick Tetter-X. Der zitierte Magos, möge er mit Omniscias dezimaler Glückseligkeit gesegnet sein. Alter, kann man diese dummen Sprüche rauslassen? War der größte Experte für Tyranniden-Organismen im Caligari-Sektor. Er spekulierte, dass wir es bisher nur mit Übergriffen dieser bionischen Aberration zu tun hatten und die Hauptstreitkräfte der Makropolenflotte Garm noch nicht eingetroffen sind. Dieses Theorem würde auch das ungewöhnliche, zögerliche Verhalten der überlebenden Tyranniden-Organismen erklären. Da kommt noch eine Mainfleet. Da kommt noch ein Hauptschiff. Oder so. Das wird noch interessant. Closing in on a shrine. The architectural components of the nearby ruins are consistent with our records on spiritual Aldari structures. I'm convinced that it has become the lair of something much more materialistic. Ganze Map erkundet, ja. Gut. Dann mal zum Schrein.
The last act in this grand tragedy will soon unfold, human. Are you willing to take the stage? I must warn you that to manipulate an Inquisitor is not the brightest idea, Eldar. Always so furious. So short-sighted. I am not your weak-willed subordinate. Insolence. You have clearly betrayed me. This stone once absorbed the soul of a seer, the greatest pathfinder in the garden of ever-changing roads. I need it. We need it to walk the seventh path. This is the first curio of fate I need. Okay. Jetzt hast du deinen Stein. Ah, wir müssen wieder Moralität. Okay. Radikal oder Puritan? Puritan, ihr habt einen Inquisitor wissentlich irregeführt und eure Strafe soll der Tod sein. Aber ich muss das Geheimnis dieser Prophezeiung lüften, bevor das Urteil vollstreckt wird. Oder radikal, ich habe immer geglaubt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Deshalb werde ich es euch nicht übel nehmen, mich manipuliert zu haben. Aber ich habe keine Zeit mehr für Spielchen. Ich will die Wahrheit. Also, sie hat mich ja jetzt nicht direkt angegriffen oder so. Wird sie jetzt nicht umbringen. Also ich finde es wirklich Wahnsinn. Puritan und radikal klingt so merkwürdig irgendwie. Ich bin irgendwie immer für die radikale Version. Und das ist doch eigentlich die gute Version. Warum heißt das radikal? Warum heißt das Gute hier radikal? Ja, ich nehme radikal. Ich habe schon festgestellt, der Skilltree bei Puritan ist besser. Interessiert mich mehr. Ich hätte lieber den Puritan Skilltree. Aber wenn ich hier jetzt mal den Skilltree ignoriere und nur nach Moralität gehe, radikal. Bis jetzt habe ich immer nur radikal gewählt. Are you willing to cooperate? On one condition. What would that be? You really, really need to survive your next battle. War jetzt nicht so schwer, oder? I've promised you answers, human. So you will have your answers. Did you leave me here on purpose? I might have manipulated you to help me take the spirit stone from this scorched pit of despair our planet has become. Yes. Did you lie about everything? The prophecy, the Alpha Pariah? I cannot lie. My role forbids it. Your Inquisitor brother knows that. That's why you were sent here. Clever, clever Mercer. I weave my words too carefully for lies. Enough of this. Do you know the answer to my question or not? There is a place deep within the maze that spreads between the real space and the warp. And in the heart of that living, twisting labyrinth lies the Black Library. You are stalling again. I'm losing patience with you, Eldar. The library is a repository of forbidden knowledge, a vast collection of books still unwritten or lost forever. And I stole the prophecy from its darkest vaults. You had it the entire time. I told you I didn't lie. Take the prophecy. It is yours. This ranks as a highly improbable scenario, yet with the optimal outcome. Nimm die uralte Prophezeiung an dich. Sorry für den Lärm, ich habe gerade versucht, so ein kleines Snack-Ding aufzumachen. So. Prophezeiung. Wo? Ach da. Oh, wieder vorlesen. Die Viscera-Prophezeiung. Geschmiedet im Schmerz, gefangen im kalten Stahl. Es wird kommen, verehrt und gehasst und gefürchtet. In die Domäne der Bestie mit tausend Augen. Durch Prüfungen mit Flamme und Blut und Macht wird es mit der Krone der Leere geschmückt sein. In die Wunde, die Albträume bluten lässt, wird es eintreten, um zu regieren oder zu formen oder das Labyrinth des Nichtseins zu zerstören. Okay.
Das prätentiöse Gedicht ist die Eldari-Interpretation des Ausgangsmaterials. Okay? Die ursprünglichen Fabricatus-Daten sind im Grunde genommen eine Sammlung von miteinander verknüpften Gleichungen in einer reineren und weiterentwickelten Sprache. Die sogenannte Prophezeiung ist nur die oberste Schicht. Die wahre Bedeutung verbirgt sich in den gesegneten Zahlen. Die Analyse der Daten kann Jahrzehnte dauern, aber nach meiner frühen Auswertung kann dieser Text als ein Muster betrachtet werden, das genetische und empyreanische Formeln enthält. Thesis Alpha. Die in der Visceran-Prophezeiung enthaltenen Daten korrelieren mit den Experimenten von Uta. In Kenntnis der manipulativen Wege der Eldari besteht die Möglichkeit, dass die gleichen Informationen vor Jahrtausenden mit Uta Tiberius geteilt wurden. Diese Xenos haben eine außergewöhnliche starke Verbindung zum Empyreum. Daher muss das Alpha Pariah-Wesen für sie ein Anathema sein. Aha. Beobachtung Alpha. Die in die Strings eingebetteten Zusatzdaten, die die Krone der Lehre beschreiben, machen deutlich, dass es sich um ein einzigartiges und physisches Objekt handelt. Beobachtung Omega. Als vernunftbegabtes Wesen glaube ich nicht an übertriebene Vereinfachungen wie Geschichte wiederholt sich. Aber hier gibt es gewisse Parallelen zwischen Utas frühen Tagen und unserer Expedition. Ich bewerte dies als eine äußerst beunruhigende Beobachtung. Diese Prophezeiung. Da geht es um diesen Schwarm, oder wie? Also so ein bisschen Sorgen macht mir das schon, wenn da jetzt noch, wenn das jetzt quasi nur die Vorhut war. Ja, nur die Späher quasi. Wenn da jetzt noch die Main-Flotte hinterherkommt, könnte das ein Problem geben. Level up. Oh, Tyranidenbedrohung. Die Tyranniden der Makropolenflotte Garm verstreuten sich über den gesamten Sektor, befielen so viele Planeten wie möglich und unzählige kleine Diasporen überlebten die Säuberung, nur um auf eine viel größere Invasionsstreitmacht zu warten. Ja, also die Säuberung überlebt haben, warten jetzt halt unter der Erde darauf, dass dann der Rest noch kommt. Shit! Ein Fertigkeitspunkt. Wo klatschen wir den rein? Also hier, ne? Radikal und Puritan. Das hier hätte ich gerne geskillt. Heilige Konklave. Maximale Lebenspunkte und Schaden für mich und Verbündete. Es sollten ja dann auch meine Minions sein. Aber ansonsten interessiert mich der Skillbaum nicht so wirklich. Aber da ich ja immer das hier wähle, wird das am Ende das sein, was ich levele. Also Puritan werde ich nicht freischalten. Ich wähle immer radikal irgendwie. Mehr Erfahrung. Warp-Adaption. Schadensbonus, wie mehr man verletzt ist. Ja, also. Ganz ehrlich, ich werde hier wahrscheinlich gar nichts leveln in dem Bereich. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert mit diesen Crit-Treffern hier zum Beispiel. Funktioniert das für meine Minions oder nur wenn ich angreife? Und da ich ja selber nicht wirklich angreife. Der Skillbaum ist für mich nicht so interessant.
Konstruktangriff. Hier noch irgendwas? Es ist die Frage, ob es sich lohnt, diesen großen Roboter reinzunehmen, damit der 50% Datenflux reserviert, um dann halt diesen Schadensbonus von dem zu bekommen, oder ob es sich mehr lohnt, einfach bei vielen kleinen Viechern zu bleiben, weil die sich auch gegenseitig boosten. Je mehr draußen sind, desto mehr Schadensbonus bekomme ich ja hier, ne? Also, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich es machen soll. Wahrscheinlich ein bisschen mehr in Verteidigung gehen oder Spezialisierungen. Könnte man eigentlich auch machen, in diese Spezialisierungen reingehen. Ich benutze ja Psyloi Brenner und Psyloi, weiß ich gar nicht mehr, wie der andere heißt. Könnte ich theoretisch die... Könnte ich theoretisch hier Giftschaden mit dazu machen. Blendungseffekt mit dazu machen und Datenfluxkosten senken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich als nächstes leveln sollte. Schwächungszauber? Nee. Nee. Unterstützung. Hier war, glaube ich, Datenflux, das wäre auch interessant. Aber ich weiß gar nicht, wie viel das bringt. 4 Datenflux. Also ich spiele ja ohne Guide, ne? Ich spiele quasi frei Schnauze. Ja. Ich glaube, ich gehe ein bisschen defensiv, vielleicht in HP rein. Oder Widerstände. Warp-Widerstand vielleicht. Also mir ist aufgefallen, ich weiß nicht mal, ob das Warp-Schaden ist, aber mir ist aufgefallen, dass manchmal so ein fetter lila Ball angeschossen kommt und dann in so einem Bereich so halt Schaden macht. Ne? Also wie so lila Blitze sind dann da drin und sowas. Ich stelle mir vor, das ist Warp. Also ich würde wahrscheinlich hier ein bisschen in die Widerstände gehen. Mit den nächsten Levels halt, also allgemein. Ja. Ich denke, es macht Sinn. Gut. Geskillt haben wir. Dann sage ich jetzt wieder, bis später YouTube. Ich mache jetzt die Items. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.